Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Skull & Bones. Heute startet das letzte große Event in Skull & Bones von Season 1 und zwar die Bastion von La Pesto. Und das sieht so aus, Festung der Pestilenz. Das Ganze findet ihr am Kopfgeldbrett in Sankt Ann und könnt das dort annehmen. Das Ganze findet statt, ich wäre jetzt anders gedacht, ganz unten rechts im Südosten, dort wo auch schon der Wachturm der Pestilenzflotte ist. Den konnte man schon vor Season 1, bevor das Ganze überhaupt stattgefunden hat, sehen. Und das war so ein kleiner Sneak Peek auf Season 1. Und hier findet das ganze Event statt. Hier sind am Anfang ganz viele Pestilenzflottengegner und dann irgendwann spawnt der Pestilenz, Pesto, Peste, Pasta, Level 15. Ich hatte gehofft, dass man irgendwie eine Festung oder sowas einnehmen muss. Ist aber relativ langweilig, weil das sehr ähnlich ist zu Pesto, wie wir ihn bislang auch schon hatten. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, ein Schiff zu nehmen mit der Rüstung Klagender Zwinger, der 50% Giftwiderstand hat, weil wirklich viel Gift ist. Ihr werdet das gleich sehen. Peste kann einen Angriff machen, der von oben kommt und der alles in seinem Radius vergiftet und Schaden zufügt. Und das auch nicht zu wenig. Deswegen auf jeden Fall eine klagende Zwinger nehmen. Ich werde jetzt mal versuchen, mit der Sambuke drauf zu gehen. Ich hatte schon einen Versuch gemacht mit der Padawakang und von hinten die ganze Zeit draufgeballert mit den Bombarden. Hab's leider nicht geschafft. Der hatte noch einen ganz kleinen Fitzel und wir waren mit 7 Leuten oder so. Also der ist wirklich nicht zu unterschätzen. Das wird man alleine zu 100% nicht schaffen. Und was ich auf jeden Fall auch empfehlen würde, ist, dass Pläne der La Potenz, damit ihr die Schwachstellen vom Gegner seht. Ja, der erste Versuch, der war wirklich nicht so geil. 7 Leute dabei gehabt, nicht geschafft. Was ihr machen müsst, ist einmal hier vorne hinfahren und dann spawnt La Peste nach einiger Zeit. Und dann habt ihr auch nur 10 Minuten Zeit, um den zu besiegen. Wenn ihr es nicht schafft, ist er weg und ihr müsst zum nächsten Spawn warten. Ich glaube, wenn jetzt hier nur 2-3 Leute sind, werde ich es auf jeden Fall nicht schaffen. Ich werde es natürlich trotzdem einmal versuchen, um euch das zu zeigen. Aber der ist wirklich schwer. Also, wo man den alten Pester auf jeden Fall mit 2-3 Leuten easy geschafft hat, glaube ich, wird das hier nicht so einfach. Was man auch bedenken muss, ist, dass der Pestilenzturm da ist, der auch die ganze Zeit Gift schießt. Ich glaube, ich habe hier gerade nicht die klagenden Zwinger drauf. Ich werde es aber trotzdem einmal versuchen. Ja, der Turm ist jetzt erstmal down, der wird dann repariert, sobald es losgeht. Am Anfang sind hier die ganz normale Pestilenzgegner und nach einiger Zeit spawnt dann der Pesto und da vorne ist er auch schon. Das Ganze, werdet ihr gleich sehen, geht so um die 10 Minuten, haben wir Zeit. Und dann haut er einfach ab. Ich werde jetzt nochmal versuchen, das Ganze zu schaffen und wird einmal zum Ende springen und cutten, wenn wir es dann geschafft haben. So, da seht ihr es. 10 Minuten 48 hat man. Ich weiß nicht, wieso das so eine krumme Zahl ist, aber 10 Minuten 48 und jetzt gehen wir drauf. So, da pulsiert er jetzt so und da muss man dann abhauen. Oha. Seht ihr diese Giftwolke? Da wollt ihr nicht drinstehen. Ich sag's euch. Da wollt ihr nicht drinstehen. Deswegen vielleicht auf jeden Fall auf Fernkampf gehen. Ich glaube, Sambuke ist hier echt schwierig. Ja, Leute, ich sage euch ganz ehrlich, das Ding ist echt brutal schwer. Man hat mehr damit zu tun, zu überleben, als dass man wirklich angreifen kann. Also, auch jetzt im zweiten Versuch sieht es echt nicht gut aus. Noch 4 Minuten und der hat noch mehr als die Hälfte des Lebens. Sobald du nah ran bist, knallt er dich komplett weg. Also, wir haben auch sogar einen Healer mit dabei und auch ein paar Barks. Aber ihr seht ja schon, wie alle auch auf Entfernung gehen, weil du kannst auf jeden Fall gar nicht nah rangehen. Also, ich kann mir nur vorstellen, dass du mit dem ganzen Server hier stehen musst, alle Doppelwindenballiste drauf und dann alle von ganz... Ja, jetzt kann ich wieder nicht nah ran, weil er dann wieder ein Gift macht. Also, es ist wirklich ein sehr, sehr schwieriger und auch nerviger Fight, muss ich sagen. Also, ich habe den klagenden Zwinger drauf, aber man kriegt teilweise so viel Schaden, so schnell kannst du gar nicht gucken, wie schnell du da down bist. Also, das ist wirklich... Und jetzt guckt ihr euch an, wie hier 4 Gegner noch mit dazukommen. Also, das ist wirklich nicht einfach, sage ich euch. Ja, du hast keine Chance. Es ist viel zu schwer, finde ich. Also, ist schon echt krass. Also, gar kein Vergleich zum Peste von davor. Sehr, sehr schwierig. Ich bin sehr gespannt, wie es heute in der Community sein wird. Wenn ihr da dabei sein wollt, einfach mal Twitch abchecken. Da bin ich jetzt wahrscheinlich live und werde das Ganze mit der Community machen. Weil, ich sage ganz ehrlich, also, alleine ist das. Also, er hat nicht mehr viel, ne? Aber es sind halt diese paar Minütchen,
die fehlen und du kannst halt wirklich nur von ganz weit weg ab, angreifen. Also mit der Sambuke, ich bin so schnell down. Trotz klagender Zwinger, ich meine, Sambuke ist auch jetzt nicht der größte Tank. Vielleicht könnte man es nochmal mit der Schnau versuchen, aber der ist wirklich nicht einfach. Yo, das war's. Fehlgeschlagen. Das zweite Mal hintereinander. Sehr, sehr frustrierend. Ich bin sehr gespannt, wie es mit der Community heute laufen wird. Ich weiß nicht, ob es eine neue Waffe gibt. Wahrscheinlich gibt es den letzten Skin, der noch fehlt. Von La Peste. Ansonsten weiß ich nicht. Oh mein Gott, ich bin einfach auf dem Weg zu meinem Zeug wieder an Gift gestorben. Habt ihr gesehen, was das für Ticks waren? Ja, also ich weiß nicht so ganz, wie ich das Event finde. Ich bin sehr gespannt, wie es mit der Community läuft. Vielleicht muss man wirklich mit 20 Leuten sich unbedingt rumstellen von weit weg mit der Doppelminenballiste und zwei, drei Healer dabei haben, die einen übelst geilen Job machen. Aber so läuft das auf jeden Fall gar nicht gut. Schreibt mir gerne eure Meinung unter die Kommentare, wie findet ihr das Event? Und wenn ihr in Zukunft nichts verpassen wollt zu Skull & Bones, nächsten Monat kommt ja dann auch endlich Season 2 mit neuen Waffen, mit neuen Schiffen und. Da wird es dann hier ganz viele Informationen rieseln und prasseln auf euch. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, auf jeden Fall ein Follow da lassen, würde ich mich sehr freuen. Ansonsten natürlich ein Like auf dem Video und ich sage bis zum nächsten Mal, Leute, haut rein.